Hey. Doc, ich bin deprimiert wegen des Wetters in 30 Jahren. Haben Sie schon mal versucht, klassische Gemälde zu beschädigen? Gab neulich auch wieder einen Fall von der letzten Generation. Ich weiß nicht mehr, welches Gemälde das war, aber auf jeden Fall auch ein relativ teures, berühmtes etc. Also ich schätze mal, die Museen, die das machen, die wissen aber auch, dass sowas passiert und das Original bringen dann in Sicherheit, oder? Mhm. Das, was draußen steht, das ist dann ein Ausstellungsstück. Also sagen wir mal so, ich würde es als Museumsbetreiber so machen, sagen wir mal so. Mhm. Weiter geht's. Ich glaube, ich bin dran, ne? Genau. Ja, das ist übrigens das Crying Wojak-Meme. Ja? Mhm. Und daneben das Chat-Meme. Don't you care about how your opinions make people feel? Kümmert es sich nicht, wie deine Meinung andere Leute fühlen lassen? Nö. Und ja. Ich schätze mal, es soll auch so ausgesprochen werden. Nö, also so ganz platt und ganz trocken. Mhm. Ja. Denn, wie sagt doch Ben Shapiro immer, Tatsachen scheren sich nicht um deine Gefühle. Genau. Und genau so sehe ich es auch. Und ich bleibe ja auch immer noch dabei, Gefühle gehören nach Hause, zur Familie, zum Partner, zu Freunden, aber nicht in die Öffentlichkeit. Mhm. Es hat der Öffentlichkeit völlig egal zu sein, wie du dich in irgendeiner Form fühlst. Und es ist definitiv nicht die Aufgabe der Öffentlichkeit, deinen Gefühlen sich wegen deiner Gefühle zu ändern. Mhm. Mhm. Weiter geht's. Das Grundübel unserer Demokratie liegt darin, dass sie keiner ist. Hans Herbert von Arnim, Verfassungsrechtler. Das Volk, der nominelle Herr und Souverän, hat in Wahrheit nichts zu sagen. Ja, kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ja, ich glaube, das kam auch mal in der Honigwabe dran. Wurde mal so eine Untersuchung angestellt, in wie vielen Fällen wurde eine politische Entscheidung tatsächlich im Interesse des Volkes gefällt. Nur in den allerwenigsten, ich glaube im einstelligen prozentualen Bereich. Da frage ich mich, wenn das Volk der Souverän ist, beziehungsweise wäre, müsste dieser Prozentsatz nicht wesentlich höher sein? Ja, mein Reden. Also diese Leute begehen gerade seit Jahren am laufenden Band Amtsmissbrauch und Amtseidsbruch. Hm? Weil ihre Aufgabe ist es, wie war das? Zum Wohle des deutschen Volkes, seinen Wohlstand zu ehren und so. Und sie machen gerade aktiv, bewusst das genaue Gegenteil. Ja, das deutsche Volk, welches ja nicht existiert. Aber ja, dann frage ich mich, okay, wenn es kein Volk gibt, wie kann es dann Volksverhetzung geben? Eben. Und wenn es kein deutsches Volk gibt, gibt es dann zum Beispiel ein ukrainisches? Das sind halt die Fragen, die ich an der Stelle entgegenwerfe. Ja, genau. Aber die ukrainischen Grenzen muss man natürlich schützen. Die sind natürlich schützenswert. Unsere, egal. Unsere nicht. Egal, weil, ne, weil die Menschen gleich sind. Ne, soll man deutsche Grenzen nicht schützen, aber die ukrainischen ja. Super. Ja, man hat sich noch nie bei den Linken drüber beschwert, dass sie es irgendwie mit der Logik hätten, oder? Die sind nicht dümmer, die haben nur Pech beim Denken. Ja. Ja, wie war es mit Habeck? Die sind nicht pleite, die haben nur aufgehört zu produzieren. Insolvent, um das Wort ging es. Ja. Dann bin ich wieder. Ja, also was sehen wir hier? Wir sehen hier eine Banane und da lesen wir, das ist eine Wassermelone. Wenn du eine Banane siehst, bist du möglicherweise ein rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker. Hey, cool, ich bin ein rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker. Ich glaube, die Message ist auch klar, ne, die Wahrheit ist nicht mehr erwünscht, weil es in der Postmoderne halt um Gefühle geht und nicht um die Wahrheit. Ja, und da sind wir halt auch wieder bei Orwell und diversen anderen oder eben auch, ich weiß nicht, kennst du die Star Trek Next Generation Folge noch, wo Picard gefoltert wird? Ja, wo der eine, wie heißen die Völker, weiß ich jetzt nicht. Cardassianer. Wo der Cardassianer ihm halt sagte, ja, wie viele Lichter siehst du? Und es sind halt 4 und er sollte aber sagen, er sieht 5. Also das war Sinn und Zweck der Folter, dass er halt das sagt, was der Gegner will, was er sagen soll und nicht das, was tatsächlich Tatsache ist. Es war ja auch die großartige Szene am Ende, dass er dann wirklich ihn nochmal anschreit, es sind 4 Lichter.
Ja, also. So wie ich, wenn ich vor Kellermann stehe, dass ich sage, du bist ein Mann. Das ist ungefähr das Gleiche. Mhm. Weiter geht's. Ah, das finde ich sehr schön, den Spruch. Also, die haben den ja tatsächlich zum Weltfrauentag haben sie ihn ja gefragt, wie es ist, sich so als Frau und so weiter, wie er sich denn so als Frau. Ja, ist klar. Und sie haben schon wieder, obwohl er schon seit zig Jahren debunked ist, den alten Talking Point ausgekramt, von wegen mit Gehaltsunterschieden zwischen Mann und Frau. Ja, wie Schlummo sagen würde, der Zombie-Mythos, der einfach nicht tot zu kriegen ist, wird immer wieder gebracht, obwohl es schon x-mal widerlegt wurde. Ja. Ja, und vor allem, wenn es um Gleichstellung, Gleichberechtigung, was auch immer geht, liebe Linke, wenn ihr jetzt Frauenquoten haben wollt, sollen diese Quoten zum Beispiel auch für Klärgrubenarbeiter gelten? Oder nur für die geilen Jobs? Ja, genau. Ja, die Frage müsst ihr euch stellen. Außerdem weiß ich nicht, was das mit der Gleichstellung soll. Also ich mag die Frauen in verschiedenen Stellungen, if you get what I mean. No, know what I'm saying? Genau. Jo, bei dem bist du, ich weiß mal, wer dran ist, bei dem bist du dran, ne? Ja. What fascinates me is that hardly anyone is wondering what we are actually doing on this planet. Most accepted the work, eat, entertainment, sleep cycle as life and have no desire for a deeper understanding of our purpose in this universe. Ich übersetze mal. Was mich fasziniert, ist, dass kaum jemand sich da darüber Gedanken macht, was wir eigentlich wirklich hier auf diesem Planeten machen. Die meisten haben die Arbeiten, Essen, Unterhaltung und Schlafen, diesen Lebenskreislauf sozusagen als Leben akzeptiert und haben keinen Wunsch danach, nach einem tieferen Verständnis für unsere eigentliche Aufgabe in diesem Universum. Mhm. Und für die Leute, die es nur hören, es ist halt die Erde unten zu sehen und dann halt so ein Weg ins Weltall, auf dem halt ein Mann gerade nachdenklich lang geht. Mhm. Ja, wie weit wären wir Menschen schon gekommen, wenn es doch mehr gäbe? Die Querdenker, na, sind wir wieder bei dem Begriff, ne, die eben nicht alles als gegeben hinnehmen, sondern die neue Wege erkunden wollen. Jupp. Und das ist halt genau das Problem unserer Gesellschaft, dass die halt genau diese Work, Eat, Entertainment, Sleep, diesen Zyklus, dass der genau gefördert wird. So nach dem Motto, ordne dich in das System ein, denk nicht großartig nach. Mhm. Ja. Und die meisten Leute, das haben wir gerade zu Corona auch gesehen, haben ja noch nicht mal die Wahl. Das heißt, viele Leute, die sich halt zwangsläufig die Spritze haben geben lassen, weil sie sonst ihren Job verloren hätten, die hatten nicht die Wahl. Oder zumindest, sie hätten schon die Wahl gehabt. Sie hätten sagen können, ja, scheiß drauf, dann lande ich halt auf der Straße. Aber das machen halt die meisten nicht. Vor allen Dingen diejenigen nicht, die Familie haben, die halt eben noch was anderes zu verlieren haben als sich selber. Mhm. Mhm. Das ist halt das Problem. Und deswegen sage ich immer, die Leute, die halt so agieren, ja, sorry, du bist nicht frei. Tut mir leid. Du bist ein Sklave, zwar ein Lohnsklave, du wirst dafür bezahlt, Sklave zu sein, aber du hast keine freie Entscheidung. Mhm. Mhm. Und solange wir das aus den Köpfen nicht rauskriegen, das aus den meisten kriegst du das nicht raus. Mhm. Das hat die Corona-Zeit gezeigt. Mhm. Mhm. Ja, in der Tat eine sehr komische, clownische, aber auch sehr aufschlussreiche Zeit, in der wir leben. Mhm. Ja, aber mit der Frage haben wir uns noch gar nicht beschäftigt gerade, oder? Kann das sein? Ja, was mich fasziniert, ist, dass kaum jemand darum kümmert und dass kaum einer danach forscht, warum wir eigentlich auf diesem Planeten sind. Achso, also die Frage ist, ja, warum sind wir auf diesem Planeten und was ist eigentlich der Sinn und Zweck unseres Universums? 42. Ja. Nein, ich glaube, es war Babylon 5, wo es mal so schön gesagt wurde, wir sind der Versuch des Universums, sich selbst zu verstehen. Und ich denke, das trifft es so ziemlich perfekt. Mhm. Weil, das darf man ja auch nie vergessen, wir bestehen aus denselben Molekülen und Atomen wie irgendwas da oben im Weltall. Mhm. Mhm. We are star stuff.
Hatten wir das nicht auch in unserem Philosophie-Special in, wo war denn das nochmal? War das Total Recall oder war das das andere? Wo wir festgestellt haben, ja, wir bestehen ja, der Mensch besteht ja aus denselben Elementarteilchen wie ein lebloser Stein. Und dennoch hat ein Mensch Bewusstsein und ein Stein nicht. Genau. Wie kann das sein? Und wer sagt dir, dass ein Stein kein Bewusstsein hat? Ich hab's noch nicht rausgefunden. Ist ja auch immer das Argument, was von den Veganern kommt, ne? Okay, dass Tiere halt ein vegetatives Nervensystem haben und Schmerzen finden können und so weiter und so fort. Aber wer sagt mir eigentlich mit absoluter Sicherheit, dass Pflanzen das nicht haben? Sei es auch auf die eine oder andere Art und Weise. Fragen über Fragen. Und ich bin ja immer noch der Meinung, wenn du dich beamen lässt, dass da quasi auf der anderen Seite ein Klon von dir entsteht. Und dass du jedes Mal stirbst. Ja, eben. Und da ist halt wieder die goldene Frage, was ist mit der Seele und allem, was in diesem Bereich. Ja, das sind halt philosophische Themen, da kann man sich endlos drüber unterhalten. Aber mach mal lieber weiter, wir haben ja noch einiges. Es gibt zwei Arten von Menschen. Dazu zwei Tankanzeigen. Die eine ist über die Hälfte voll, verdammt, ich muss tanken, denkt sich jemand. Die andere fast leer, ich kenne mein Auto. Ja, ich gehöre zur zweiten. Ich glaube, ich auch eher zur zweiten. Also ich tanke auch erst dann, wenn es unbedingt nötig ist. So oft, wie ich schon mit leerem Tank gefahren bin, ist eigentlich ein Wunder, dass ich noch nie liegen geblieben bin. Ich habe es immer zur Tanke geschafft. Aber laut Tankanzeige war der Tank dann schon eine Weile leer. Ja, ist bei meinem auch so. Ich glaube, das liegt daran, dass diese Sonde, die das misst, wie ist das nochmal? Wie ist denn das technisch? Keine Ahnung. Dass die Sonde nicht, also normalerweise müsste es ja so sein, dass die Sonde, die den Tankstank, die den Tankstand misst. Sag das dreimal schnell hintereinander. Den Tankstand messen. Ja, geht. Dass diese eigentlich, dass die Höhe davon proportional zu dieser Messung hier sein müsste, aber es ist in Wirklichkeit nicht so, wegen einer unregelmäßigen Form oder so. Vielleicht weiß es jemand im Publikum besser, woran das liegt. Also ich hab bei mir im Auto auch den Effekt, ich fahre relativ lang und der Tank, wenn der Tank noch ganz voll ist, bleibt die Anzeige auch auf voll, aber dann geht es relativ schnell bis zur Hälfte runter. Ja, das kenne ich auch. Ja. Ach, hatte ich damals gut mit meinem guten alten Bauerndiesel. Ich hatte so einen schönen alten 90er, Baujahr 1990 Mercedes. Den konnte ich dann mit Rapsöl betanken. Ich bin zum Tanken immer zu Lidl gefahren. Riecht das nicht auch entsprechend? Ja, oder? Ja, du darfst natürlich nicht komplett nur Rapsöl. Du musst halt schon Hälfte Diesel, Hälfte Rapsöl sozusagen. Also halbe, dann geht's. Weil wenn du nur Rapsöl nehmen würdest, dann würden halt auch die Schläuche sehr schnell verstopfen. Dann wäre Arbeit im Arsch. Weiter geht's. Julian Assange wurde gefragt, what has been your biggest disappointment? Und er antwortet, learning that even intelligent people can be cowards and that courage is a much rarer attribute than intelligence. Wurde gefragt, was ist deine größte Enttäuschung? Und er sagte, zu lernen, dass auch intelligente Leute Feiglinge sein können und dass Mut eine viel seltenere Eigenschaft ist als Intelligenz. Yep. Ja, was ja auch wieder zu dem passt, was wir vorhin gesagt haben. Die Leute kriegen es einfach nicht geregelt, die leben halt auch lieber in ihrem 9-to-5 und in ihrer Lohnsklaverei, anstatt wirklich mal für irgendetwas gerade dazustehen, auch mit dem Risiko, alles zu verlieren. Er zum Beispiel. Und vor allem auch intelligente und gebildete Leute, von denen man eigentlich mehr erwarten würde. Wenn sich ein Idiot idiotisch verhält, okay, da brauchst du ja nicht enttäuscht sein. Weil das ist ja das, was du erwarten würdest. Mit der Frage kommen, die Intelligenten passen sich halt auch leichter an. Die sind anpassungsfähiger zu einer Mehrheit. Also die passen sich eher an ein System an, das gerade herrscht, als es in Anspruch ein Idiot tun könnte, weil der, wie ja der Begriff schon sagt, zu blöd dazu ist. Das ist doch auch wieder dieses, was wir auch schon mal hatten. Der Idiot und der Hochintelligente haben ja vieles gemeinsam.
Das ist ja das Problem mit dem, wie sagt Schlomo so schön, IQ 100. Halt die Durchschnittsleute, die halt sich für intelligenter halten, als sie sind. Weißt du, was ich meine? Ja, das gibt's auch dieses, da gibt es auch dieses Meme zu, mit dieser IQ-Kurve, ne, wo man dann halt einen relativ hohen Bereich in der Mitte hat, bei 100. Und der Idiot, der weiß halt viele Dinge aus, wie es sagt, Intuition heraus, also nicht, weil er es halt sachlich und logisch und sonst wie erklären kann, aber eben aus dem Bauchgefühl raus. Und der Hochintelligente, der hat zwar auch das Bauchgefühl und kann es sogar erklären. Mhm. Der IQ 100 sich halt lieber gern für intelligent hält und sich halt entsprechend anpasst. Und da kommen dann halt so Sachen raus, wie wir sie hier gerade überall um uns herum mitkriegen. Mhm. Ja, also, ja, ich kann der Aussage nur zustimmen. Also, well, was ist jetzt eigentlich mit Assange passiert? Es gab doch neulich irgendwie eine Verhandlung wegen Auslieferung. Was ist denn da jetzt mal rausgekommen? Irgendwas war doch. Wurde es wieder verschoben oder er ist ja noch nicht ausgeliefert, weil das hätte ich mitgekriegt. Was haben wir denn mal? Was haben wir denn da? Google das gerade mal. Anscheinend noch keine Entscheidung. Entscheidung steht noch aus, soweit ich das hier sehe. Werden wir demnächst wohl mehr drüber erfahren. Also wäre übrigens auch wieder einer von zwei Asylanten, die Deutschland hätte aufnehmen müssen, wenn es uns mit der Freiheit ernst wäre. Mhm. Er und Snowden. Aber nee, lassen wir im Gefängnis verrotten und Snowden gehen wir in Russen. Super Idee. Aber wir sind hier die tollen Freiheitsdemokraten. Ja, gute Asylanten, schlechte Asylanten. Mhm. Weiter geht's. Yup. Breaking. Scientists warn that Earth could run out of conspiracy theories by 2025 if they keep coming true at the current rate. Ja, sehr schön. Achtung, Breaking News. Wissenschaftler warnen davor, dass es bald keine Verschwörungstheorien mehr auf der Erde gibt bis 2025, wenn die sich in dem derzeitigen Tempo weiterhin als wahr erweisen. Ja, ich meine, wie viele schon erzählt wurden und dann wahr wurden, kannst du auch eine ganze Sammlung zu aufstellen. Das Beispiel, was ich mal nenne, ist das mit Insekten im Essen, was ja auch als Verschwörungsnarrativ galt am Anfang. Und die Leute konnten es sich nicht vorstellen. Und dann gab es irgendwie, ich glaube, einen Zeitraum von 4 Jahren, wo es am Anfang hieß, rettet die Bienen, die brauchen wir für unsere Landwirtschaft und so. Stimmt. Und jetzt werden sie Millionen, milliardenfach geschreddert. Ja. Weil sie in die Chips kommen. Und ich erinnere an kurz vor den ersten Lockdowns, vor den ersten Maßnahmen. Es grassieren Gerüchte, dass es irgendwelche Grundrechtseinschränkungen geben sollte. Nein, nein, das ist alles nicht der Fall. Das ist 3 Tage später. Wupp, danke. Babylon Bee hat dazu ein schönes T-Shirt rausgebracht. Irgendwie halt so eine Tabelle. Auf der einen Seite halt Experts, da ist alles leer. Auf der anderen Seite Verschwörungstheoretiker, Strich, Strich, Strich. Also alles, was tatsächlich wahr geworden ist. Dass die Experten halt immer Unrecht hatten. Ja. Ja, oder eben bewusst gelogen haben. Die Interpretation überlasse ich jetzt jedem selber. Jo, weiter geht's. Nochmal bei unserem Columbo. Eine Frage habe ich noch. Gab es bei den Anti-AfD-Demos eigentlich auch eine gratis Bratwurst? Sehr schön. Ich glaube, die jüngere Generation kennt Columbo gar nicht mehr, oder? Das wäre erschreckend, aber ich fürchte fast. Also ja. Ich glaube, die TikTok-Generation wird mit Columbo nicht mehr anfangen können. Ja, Generation TikTok nicht, oder? Ich meine, ich kenne die Serie noch. Ja, und er ist ja berühmt hier für seine eine Frage, hätte ich da aber noch. Ja. Das alte Glasauge. Ja. Also erstmal aber sympathischer als das andere Glasauge, das hier auf YouTube aktiv ist. Ja. Er ist jetzt bei Funk, ne? Ja, hatte ich mitgekriegt. Habe ich auch gehört, ja. Naja, darauf hat er es ja scheinbar angelegt mit seinen Inhalten. Ja, ich glaube, das ist klar. Weiter geht's. Damals, bevor es das Internet gab, dachten wir, der Grund für die menschliche Dummheit wäre der Mangel an Informationsmöglichkeiten. Ich sag mal so, das war's nicht. Ja, also
Das erinnert mich auch wieder an ein anderes Meme, was ich neulich gesehen habe. Wir leben in einem Zeitalter von vielen Informationen, aber wenig Weisheit. Ja. So ein bisschen mehr Weisheit und dafür weniger Nonsensinformationen, das wäre nett. Ja, aber es ist ja auch das, was ich immer sage. Du hast halt wirklich viel zu viele Informationen und die meisten Leute sind auch gar nicht in der Lage, das halt entsprechend aufzuteilen und zu kuratieren. Mhm. Also, und deswegen hast du halt Leute, ich habe ja auch Leute im Bekanntenkreis, die dann plötzlich in irgendwelche, wie sagt man, in irgendwelche Kaninchenbau, im Englischen sagt man in the rabbit hole, verschwinden und dann hier bei den Echsenwesen, Reptiloiden und sonst wo wieder rauskommen. Mhm. Und du stehst dann da und sagst, ja, wir haben genug echte Probleme und solche Rhetorik hilft uns jetzt nicht weiter, die zu lösen. Mhm. Weil das ist ja genau der Punkt der Mainstream-Medien, dass sie genau solche Leute dann nehmen und zeigen, guck mal, das sind die Querdenker, das sind die Anti-Impfleute, das sind die und so weiter und so weiter, weißt du, was ich meine? Die nehmen immer die Schlimmsten und Durchgeknalltesten, die sie dann zeigen und versuchen den Leuten zu vermitteln, ja, die sind alle so, deswegen müssen wir auf die gar nicht hören. Ja, dieser uralte Trick, den die Medien anwenden, ne? Stell dir vor, das ist ein Blatt Papier, das ist komplett rot, aber es ist ein kleiner blauer Punkt drauf und man zoomt ganz nah rein und dann denken die Leute, das Papier sei komplett blau. Ja, genau. Der alte Trick, ne? Was haben wir hier? Wie ist das eigentlich, wenn jetzt ein paar Antifanten zum AfD-Büro gehen und da ein paar Hakenkreuz an die Wand schmieren, weil sie die AfD für Nazis halten? Gilt das dann als rechtes Delikt, ja, weil da Hakenkreuze stehen? Ja, geht in die Statistik ein als rechtes Delikt. Ja, so viel zum Thema. So viel zum Thema Statistik. Was haben wir hier? Eine nette Karikatur von, ja, ich schätze mal, es soll einen darstellen, der in der heutigen Zeit lebt und dem ausgesetzt ist, was man in der heutigen Zeit so ausgesetzt ist, ne? Was haben wir hier alles? Da haben wir Angst, eine Kette am Fuß, ne? Was haben wir hier noch? Aspartam. Was ist Aspartam? Aspartam ist übrigens in einigen Softdrinks drin. Aha. Und es, wie man neulich herausgefunden hat, steht, kann es Krebs auslösen. Das ist mir so egal. Das sind immer diese Geschichten mit Krebs auslösen und so weiter. Kann. Ja, Schicksal, mon ami. Dann passiert's halt. Warte mal, was ist denn da nochmal der Stand der Dinge? Das will ich jetzt genauer haben. Aspartam, Krebs. Die WHO hat am Freitag, dem 14.07., von welchem Jahr eigentlich? Hier. Die WHO, schon mal unseriös, also von daher. Ja, also sie hat den Süßstoff Aspartam als möglicherweise krebserregend eingestuft. Ach, auch noch ein Süßstoff, ja, dann brauche ich mir keine Gedanken machen. Ich trinke nur die richtige Cola mit richtigem Zucker. Ja, also Leute, achtet drauf, was ihr einkauft. Ja. Also Aspartam wurde ja lange Zeit als als Zuckerersatzstoff benutzt, hier für die ganzen Cola-Light-Produkte und so. Ne? Und was das dauerhaft auslöst, okay, Leute, informiert euch selbst. Ich habe jetzt erstmal nur wiedergegeben, was ich bei Google gefunden habe. Ich würde auch darauf achten und auf Zucker im Allgemeinen auch. Nee, ich sehe das wie Kasper. Wie sagt er so schön, ich bin halb Mensch, halb Cola. Mir geht's ähnlich. Und ich nehme halt nur die echte, also die richtige mit Zucker und auch nur aus der Glasflasche, halbe Liter. Aus dem Kühlschrank. Also schmeckt tausendmal besser als aus der Plastikflasche. Was haben wir hier noch? Hier haben wir eine ganze Menge von Begriffen, die man im heutigen Zeitgeist ganz besonders findet. Ne? Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Zucker sowieso. GMO. Dann haben wir noch CO2-Lüge, Chemtrails, Glyphosat. Ja, also heutzutage wird man ja mit einer ganzen Menge von Sachen bombardiert, die... Ja gut, bei der Chemtrail-These gehe ich ja wieder nicht mit. Bei Chemtrails, weißt du, bei Chemtrails sage ich immer, was genau heißt eigentlich Chem? Chem steht hier für Chemical und umfasst somit alles, was existiert. Alles, was existiert, ist ja Chemical.
Ja. Ja, das heißt, auch ein Kondensstreifen am Himmel ist technisch gesehen Cam. Ja, technisch, ja. Ja. Also, was soll daran falsch sein, dass es dieses Cam in Form von Trails gibt? Das würde ich an der Stelle entgegnen. Ja. Und alles weitere, da sind wir wieder bei Hashtag Kaninchenbau. Und alles weitere, okay, müsste man davon halt nochmal abgrenzen. Mhm. Ah. Wieder eine nette Grafik bzw. Statistik. Life Satisfaction in der EU, geordnet von glücklich bis weniger glücklich. Und Deutschland hat den zweitletzten Platz mit einem Wert von 6,5, während Österreich immer noch den höchsten hat. Ja, also auch hier ist Deutschland Schlusslicht. Ja, aber Österreich wählt ja jetzt gerade, ich weiß nicht, ob die Wahl schon ist, in Salzburg einen Kommunisten als Bürgermeister. Also ich weiß nicht, ob Österreich da das beste Beispiel ist. Und Polen da oben hat ja auch gerade die Regierung gewechselt. In linke Richtung. Mhm. Tja, mal sehen, wie sich das auf die Grafik hier auswirkt. Das hier ist von 2022, also nicht mehr ganz so aktuell. Mhm. Ja, aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen noch auf heute übertragbar. Weil das Ungarn so weit hinten ist. Naja, ist auch nur 6,9, ist auch nicht wesentlich besser als Deutschland. Sagen wir mal so, Ungarn ist, glaube ich, allgemein etwas ärmer, oder? Ja. Das muss man, glaube ich, so sagen. Ja. Gut, aber effektiv sind das ja auch nur Punkte hinterm Komma sozusagen zwischen Ungarn und Finnland. Ich meine, 6,9 und 7,7. Das ist ja noch nicht mal ein Punkt sozusagen. Mhm. Da ist nur Komma hinter der Kommastelle. Mhm. Mhm. Weiter geht's. Ja, das kennen wir auch einige. It burns! Was sehen wir hier? Wir sehen eine Wetterkarte vom 21.06.2017. Da haben wir Temperaturen so 33 Grad Höchsttemperatur auf einer Deutschlandkarte. Und die Karte ist natürlich schön angenehm grün. Und dann haben wir hier 21.06.2022. Da haben wir so dunkelrot mit Temperaturen, die deutlich milder sind. Mhm. So 23, das höchste ist hier da im Südwesten 32 Grad. Aber ansonsten so 23, 24 Grad. Also für den Sommer normal. Und das ist natürlich schön höllenfeuerrot. Ja, diese Beeinflussung machen sie ja nicht nur mit der Temperatur. Das haben sie ja zu Corona-Zeiten auch mit dem, wie hieß das, Index? Inzidenzwert. Dankeschön, ja. Das haben sie da ja auch so gemacht. Das war auch so peinlich. Und das sind natürlich mal wieder böse rechte Internet-Trolle, die das machen. Ja, natürlich. Wenn es die Wahrheit ist, welche Rolle soll es eigentlich spielen, wer das sagt? Mhm. Das Frage würde ich an der Stelle entgegnen. Ah, und da haben wir ja das mit den Schafen. Ja, in der Zeitung steht's und im Fernsehen kommt's, also muss es ja stimmen. Ja, zwei Quellenregel erfüllt. Zwei Quellenregel, ja. Weil je mehr Quellen etwas sagen, desto wahrer wird es. Ja, ja, genau. Wie ein waschechtes Schaf. Mhm. Wer ist nochmal dran? Soll ich? Ja, mach du bitte mal. Das ist Michel. Michel glaubt, da fehlt ein T. Michel glaubt alles, was in der Zeitung steht und im Fernsehen läuft und bleibt dumm. Darüber freut sich unsere Regierung. Sei nicht wie Michel. Ja, also passt ja zu dem Meme, was wir davor hatten. Ja. Ja, also wie das Meme davor. Weiter geht's. Oh, ja, zudem dazu. Was zum Geier? Ja, zu dem Bild, warte mal, das mache ich jetzt mal so. Das ziehe ich jetzt doch noch mal. Soll das der politische Kompass sein? Ja. Warte mal, das ziehe ich noch mal aus dem Ordner hoch und jetzt kann ich das ein bisschen größer machen. Ah, jetzt kann ich auch was lesen. Ja. Also dieser politische Kompass, ne, da könnte man ein extra Video zu machen. Ich zeige mal hier so ein paar Ausschnitte. Mhm. Da haben wir den Bereich oben links, also so Bereich links kommunistisch. Dann hier oben rechts blau, also so Bereich AfD. Dann haben wir hier unten links so linksliberal, grün.
und unten rechts so libertär, um das mal so ganz grob einzuordnen. Mhm. Und mal sehen, was haben wir hier oben bei den Roten, bei den Kommunisten? Stalin war basiert. Mao war basiert. Gulags waren notwendig. Also das sieht man hier an den Rändern im roten Bereich. Das war kein echter Kommunismus. Ja, das, was man aus dem Bereich so hört. Dann haben wir hier den blauen Bereich. Was haben wir hier? Höcke-Fan. Hm. Ich glaube an die traditionelle Familie. Ich bin Nationalist. Lebensrechtsbewegung. Ich unterstütze sichere Grenzen. Was zum Geier ist ein Anime-Nazi? Das frage ich mich auch. Was hat das jetzt, inwiefern hängt das jetzt zusammen mit Anime? Und ich habe mir gedacht, Anime ist degeneriert, heißt das ja auch von manchen aus unserem Lager. Kommt aus Anime an. Schaut die Honigfarbe, ist auch schön. Schaut die Honigfarbe, das würde ich schon mal ankreuzen, yo. Ich mag mein Land, ich mag Geschichte, ja, schaut Honigfarbe, ja. Verdammte Liberale, ja, also nicht klassisch Liberale, sondern eher die neuen Liberalen, was ja ein Unterschied ist. Mhm. Was haben wir hier im grünen Bereich? Gutmensch, ist klar. Ich unterstütze Black Lives Matter. Pronomen in der Bio. Mhm. Pro LGBT. ACAB, ja. Also sieht man auch, in welche Richtung das geht. Ja. Und ich schätze mal, wir beide sind häufig auch hier im gelben Bereich angesiedelt. Ja, der Beispiel, Blaue hat aber auch ein paar Punkte. Der Blaue hat auch ein paar Punkte. Also wenn er auf der rechten und dann so im blau-gelben Bereich, würde ich schätzen, ja, sind wir beiden. Elon Musk-Fan? Ja. Besitzt, möchte eine Schusswaffe. Ja. Waffensammler, sagen wir mal so, ich wäre gern Waffensammler. Ich sehe nicht ein, in der Welt lebe nur die, in der nur die bösen Jungs Waffen haben. Ja. Bin ich nicht. Steuern sind Raub, hatten wir ja. Ja. Ich möchte Schusswaffen aus dem 3D-Drucker. Okay. Sagen wir mal so, ob das jetzt 3D gedruckt ist oder nicht, wäre mir ja relativ egal. Für absolute Meinungsfreiheit, ja. Minimalstaat ist gut. Ja, Minimalstaat, der Begriff ist ja sehr ein bisschen dehnbar, oder? Mhm. Was genau gilt als minimal? Also sagen wir mal so, weniger Staat als heute, ja. Definitiv. Ja, also zu der Grafik hier kann man ein eigenes Video machen, haben andere aus unserer Basis auch. Was bedeutet eigentlich, das habe ich auch noch nie, dieses Uwu? Für was steht das eigentlich? Wenn ich es richtig verstehe, ist das eine Anspielung auf Lilly Schote, der bekannte Clip, wo Enz mal gesagt hat, können wir die AfD verbieten, Uwu? Ja, aber dieses Uwu gab es schon vorher und auch im englischsprachigen Bereich. Also das muss für irgendwas stehen. Uwu? Ja, ich kenne das nur von diesem Lilly Schote-Video. Nee, das gab es schon vorher. Und wie gesagt, auch Uwu. Im Englisch. Uwu? Nee, wüsste ich jetzt schon nein. Ich kann mich mal bitte wer aufklären aus dem Live-Chat. Ja, genau, klärt uns mal auf. Ja, wir benutzen einfach mal den Publikumsjoker. Also wie gesagt, ich kenne das nur von diesem Lilly-Schrote-Clip, der jetzt relativ häufig genannt wurde. Ansonsten, wenn das jetzt was eher politisches ist, ich wüsste es jetzt gar nicht. Das dann kam. Es ist ja auch, weil das die beiden U's sind ja groß geschrieben. Das ist irgendwas. Ja. Also das muss für irgendwas stehen. Hm. Ja, gute Frage. Werfen wir mal in den Raum. Und weiter geht's. Ah ja, das hatten wir, ja? Ja, den hatten wir schon. Den hatten wir auch schon. Hatten wir auch schon. Den hatten wir auch nicht. Ja. Wenn du wirklich glaubst, dass das den Planeten zerstört... Da sehen wir eine grüne Weide mit diversen Rindern drauf. Und das hier ihn rettet, dann bist du wahrscheinlich ein Idiot. Das sind tatsächlich diverse Rinder, sind auch ein paar schwarze drunter. Und unten, in der unteren Hälfte sehen wir, und das hier ihn rettet, also ein Feld mit Solarmodulen. Mhm. Ja, also
Das hatte ich ja neulich auch in meinem anderen Video mit Bürgerfrau, wo es um furzende Rinder geht, die jetzt 100.000-fach gekeult werden sollen, weil das jetzt angeblich das Klima belastet und so weiter. Achso, ich dachte, weil es Nazis sind. Ach nun, ja, das auch. Du meinst, weil ich keulen sage? Ja, Nazis keulen. So, Nazis keulen, die Böhmermann, ja. Weiter geht's? Jupp. Oh, das halte ich für einen, einerseits ernsten, andererseits auch interessanten Fall. Magst du vorlesen? Mm-hmm. Hi, my name is Jason Vale. After I was diagnosed with cancer for the second time, I studied up on alternative medicine and found that apricot seeds have anti-cancer effects on the body. After eating up to 40 seeds a day, I ended up beating cancer without any chemo, radiation, drugs or surgery. Then I started selling the seeds online to other cancer victims, but the FDA ended up suing me and I spent 5 years in prison. Not because the seeds didn't work, but because I used the word cure. Okay, auf Deutsch. Das bitte nochmal übersetzen, ja. Hallo, mein Name ist Jason Vale. Nachdem ich eine Krebsdiagnose bekommen hatte, zum zweiten Mal, habe ich mich mal in Sachen alternativer Medizin schlau gemacht und habe herausgefunden, dass Aprikosenkerne, die Kerne, oder Samen sagt man da ja nicht, weil sie sind ja dick. Ja, Kerne, würde man sagen, ja. Dass Aprikosenkerne Antikrebseffekte auf den Körper haben. Nachdem ich bis zu 40 Stück davon am Tag gegessen habe, habe ich es geschafft, Krebs zu besiegen, ohne irgendwelche Chemotherapie, Bestrahlung, Drogen, Medikamente oder Chirurgie. Dann fing ich an, die Kerne online an andere Krebsopfer zu verkaufen. Aber die FDA, und die FDA ist die Federal Drug Association in Amerika. Kommt hin. Also ein Pharmaunternehmen oder eine Verwaltung. FDA. Da gucken wir nach. Meaning Food and Drug Administration. Food and Drug Administration, genau. Ja, also vom Staat, von der Regierung sozusagen, die halt. Jedenfalls, die haben mich dann verklagt und ich habe dann 5 Jahre im Knast verbracht. Nicht, weil die Kerne nicht wirken, sondern weil ich das Wort Heilung, also Kur, verwendet habe. In meiner Verkaufsbeschreibung. Ja, also stell dir mal vor, es wird einer tatsächlich gesund davon, etwas wie Krebs, dann wird er verklagt, weil er das falsche Wort benutzt. Ja, ich bringe ja immer wieder das Beispiel von Dirk Benedict. Hatte ich ja auch schon mal gebracht, oder? Erzähl nochmal. Dirk Benedict vom A-Team, Faceman. Der hatte ja schon in den 70er Jahren, vorm A-Team, hat er eine Krebsdiagnose gekriegt, Prostatakrebs. Und auch so in die Richtung, ja, wir können eigentlich nichts mehr machen. So Chemotherapie und die Wahrscheinlichkeit, dass das was wird, ist gering. Daraufhin hat er halt auch eine komplette Nahrungsumstellung gemacht, hat sich halt quasi von allem getrennt, was man als Amerikaner so normalerweise isst. Und ist halt auf Naturreis und solche Sachen umgestiegen. Und er lebt noch heute, hat nie eine Chemo gemacht, der Krebs ist weggegangen, ihm gibt's blendend und er macht natürlich auch dann entsprechend für diese Nahrungsumstellung Werbung, weil er eben auch sagt, was ja viele sagen, dass diese ganze, der ganze, wie sagt man, Pharmakomplex, das ist einfach nur dazu da, halt um die Pharmaindustrie zu stützen und nicht um den Leuten zu helfen. Und dass wir uns ja auch quasi mit unserer Nahrung selbst vergiften, was wir ja auch vorhin bei einem der anderen Memes hatten. Er sagt den Leuten halt, Leute, ernährt euch einfach anders, stellt die Ernährung an, ernährt euch vernünftig, dann bei ihm hat es halt funktioniert. Sicherlich ist es keine Garantie, dass das bei jedem funktioniert, aber das ist ja auch wieder der Punkt, den wir damals bei der Corona-Impfung hatten. Menschen sind nun mal verschieden, haben verschiedenen Körper und bei manchen funktionieren manche Dinge eben besser als bei anderen. Ist halt so. Und nur er wird natürlich seitdem auch immer angefeindet von wegen auch hier Verschwörungstheoretiker und sonst was und ähnliche Geschichten, obwohl er halt einfach nur für alternative Ernährung ist. Ja, und, also ich schätze die Situation auch so ein,
dass es ganz häufig so ist, dass wenn jemand an Krebs erkrankt, dass die Ernährung dafür die Ursache ist. Ja, ja. Besonders in der heutigen Zeit. Es gibt, glaube ich, auch eine Statistik, die sagt, dass die Fälle von Krebs und diversen anderen relativ schweren Erkrankungen in den letzten Jahrzehnten rapide hochgegangen ist. Also so Zahlen, was man vor 100 Jahren noch gar nicht hatte. Mhm. Stell ich mir so vor, irgendwas haben wir in den letzten 100 Jahren falsch gemacht. Ja. Ja, wie gesagt, dass dieser ganze Komplex der Krebsbehandlung, also Chemotherapie und all das, was das ist halt alles Pharmaindustrie. Mhm. Mhm. Also sprich, wir geben unserem Volk beschissenes Essen, dass er leichter Krebs kriegt. Damit halten wir unser Volk krank, damit die Industrie davon leben kann. Mhm. Weiter geht's. Oh. Wenn du diesem Meme einen Titel geben müsstest, wie würde der lauten? Schachmatt? Nein. Und zwar hergestellt von wem? Oder produziert von wem? Ja, von der Regenbogen. Ja, von Netflix. Ja, genau, stimmt. Ja. Also auf der Seite der Weißen, gerade mal eine weiße Figur, nämlich den Behinderten. Zweite Figur von rechts. Und natürlich zwei Königinnen. Oh ja, ja. Ja, und ansonsten nur POCs. Mhm. Und ja, natürlich Regenbogentürme. Ja. Während auf der Seite von Schwarz natürlich nichts verändert ist. Das ist die neue Serie Netflix Checkmate. Oder Chess. Ja. Chess ganz einfach. Weiter geht's. Das steht verkehrt rum. Das ist, glaube ich, so beabsichtigt. Ach, das ist so beabsichtigt. Okay. Ich lese mal, der ganze Zauber funktioniert, wenn du den Bildschirm um 180 Grad drehst. Ja, sehr der Fotograf schön. Hat 62 Tage gebraucht, um dieses Bild zu machen. ja, also ihr könnt ja Folgendes machen, ihr könnt das ja screenshotten und dann hier bei Paint einkleben und so weiter und dann drehen. Und dann werdet ihr sehen, es ist ein interessanter visueller Effekt, muss man sagen. Ja, weil es nämlich so oder so nach was aussieht. Okay. Stimmt, ja. Ist das? Ja. Okay, weiter geht's. Ach, das hatte ich auch so ähnlich in meinem Windmühlen-Video. Wenn dieser Vogel mit Öl bedeckt wäre, wäre das Bild überall zu sehen. Mit Öl bedeckt, also wie bei einer Ölkatastrophe, wenn ein Tanker wenn ein Tanker irgendwo leck schlägt, oder wie es heißt. Ja. Ja, und auch hier wieder gibt es gute, wie sagt man hier, Vogelopfer, schlechte Vogelopfer? Anscheinend schon. Ja, warum sollten wir es anders machen mit den Tieren, als wie wir es mit den Menschen machen? Weil da unterscheiden wir ja auch zwischen den Opfern. Ja, insofern ist es nur konsequent, ne? Nicht vergessen, die haben es ja in Chemnitz geschafft, das sogar so umzudrehen. Ich meine, da ist ja noch nicht mal ein Deutscher draufgegangen, der war ja selber irgendwie Mischling, soweit ich weiß, oder? Ich glaube halb Kubaner, Deutsch-Kubaner. Ja. Und die haben so gedreht, dass sie Demos gegen rechts veranstalten könnten. Mhm. Das ist... Weiter geht's. Der Rekord der Dummheit ist erreicht. Was sehen wir hier? Moment, wir sehen hier eine Dose, die nochmal in Plastik und Plastikfolie und Styropor eingepackt ist. Ja. What the fuck? Ich hab mal in so einer Doku gesehen, in Japan wird auch ganz besonders viel eingepackt in Plastik. Okay. Aber das hier, okay, ist natürlich noch mal eine andere Sache. Ich glaube, das machen die Japaner so allgemein nicht. By the way, ich weiß jetzt gar nicht, wie das im deutschen YouTube ist. Den Begriff Faggot, kann man den sagen, oder wird er auch wegzensiert? Ja, sagen wir mal so, ich kann mir gut vorstellen, wird auch im Deutschen wegzensiert, ja.
Weil es gibt nämlich ein, ich glaube, es war ein britisches, also englisches Gericht, also auch Tiefkühlfutter, das heißt halt Faggot. Mhm. Also wenn du darüber redest, wird dann schwierig. Ich glaube, im British English sagt man auch Fag für Zigaretten. Ja, genau. Oder einfach ja. Nur für Zigaretten, ne? Ja, stimmt. Was zum... Na, das nicht wegzensieren? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das hatten auch schon mehrere von uns. Okay. Na, welche Intimfrisur trägst du so? Also ich sage mal so, mit natürlich oder rasiert oder Landing Strip kann ich ja noch was anfangen. Aber was Vajazzle ist, das wusste ich bis vor einer gewissen Zeit noch gar nicht. Ja, ich weiß es immer noch nicht, obwohl ich sehe, aber... Also es soll wohl heißen, dass sich manche Mädels auf ihren Venushügel diese bunten Strasssteine kleben. Auwei, auwei. Das nennt man Vajazzle, das wusste ich auch noch nicht. Und warum sollte ich mir die Haare da unten färben? Ich meine, das sieht doch sowieso fast niemand. Ja. Ja, wenn ich mich in der heutigen Zeit so umblicke, also das ist ja noch von den Modetrends doch eher das Harmlosere, oder? Tja. Wie ich mir Männer vorstelle, die grün wählen. Warte mal, das muss ich ein bisschen vergrößern. Das ziehe ich auch noch mal. Warte. Das ziehe ich noch mal hoch. Ja, quasi das Beta-Männchen, wo die Frau die Hosen anhat, ja? Ja, so in der Richtung. Ja, genau. Wie ich mir Männer vorstelle, die grün wählen. So sieht das aus. Ja, ich glaube, das Bild spricht für sich. Dann gehen wir wieder runter. Ich noch mal. Düdin. Ja, genau, das wäre das nächste. Die Düdin. Die grün-rote Linksschreibung. Ja. Spricht, glaube ich, auch für dich. Ja, aber auch da sind wir halt wieder bei einem Punkt. Verändere die Sprache. Auch wieder alles klassischer Marxismus. Ja, verändere die Sprache und du kontrollierst das Denken der Leute und kannst sie für dich gewinnen. Genau. Once you know the truth, you're never the same. Yep. Denn man hebt sich hervor von der grauen Masse und es gehört dann zu denen, die erleuchtet sind, im Gegensatz zu den meisten anderen. Ja, was glaubst du, wie es mir das eine Mal ging? Es war in seiner ersten Amtszeit, da war ich hier bei einer Veranstaltung hier von der Volkswagen-Stiftung und bin da halt natürlich mit meinem Trump-T-Shirt hingegangen. Die Blicke. Die Blicke der Leute. Wenn Blicke töten könnten. Ich muss ja sagen, es existieren doch so manche Tage, da würde ich mir einfach so eine Pille reinschmeißen und dann wäre ich einfach nur für einen Tag mal nur so ein Normie. Weil ich kann mir vorstellen, irgendwie leben die trotz der kognitiven Dissonanz, wohlgemerkt, manchmal auch entspannter. Weil die halt die ganze Wahrheit überhaupt nicht an sich heranlassen. Ja. Und die Wahrheit, die kann einem doch schon mal die Laune verderben. Ja, eben. Und Schlomo hat das Experiment doch mal gemacht, im gewissen Sinne. Er hat doch einfach mal 2 Wochen wirklich nur Mainstream-Medien konsumiert. Und da hat er ja auch gesagt, das macht was mit einem. Also du... Die Propaganda, der Scheiß wirkt, wenn du dem auf Dauer ausgesetzt bist. Und ich sag's ja selber immer wieder, was haben wir denn hier heutzutage? Du stehst morgens auf, machst das Radio an. Also wenn wir jetzt vom Normie reden. Mhm. Morgens auf, machst das Radio an erstmal. Wirst du da schon mal zugeblatt. Dann setzt du dich in dein Auto oder in die Öffis. Auto hast du auch Autoradio, in den Öffis hast du Fahrgastfernsehen heutzutage. Wirst du auch noch mal zugeblatt. Dann gehst du zur Schule, zur Uni oder zur Arbeit, wirst du auch nochmal zugeblatt. Entweder durch Radio, was in der Firma läuft, oder eben in der Schule und in der Uni durch Lehrer und ähnliches, durch den Lehrstoff. Du gehst zu irgendwelchen Freizeitevents wie Sport, ich meine, siehe Fußball, wie das alles politisiert wurde. Du kannst dem Scheiß ja gar nicht mehr entkommen. Und abends gehst du dann irgendwie ins Bett und am nächsten Morgen geht das genauso weiter.
Und wenn du dann auch Familie hast, die gar, also wenn du jemand bist, der dann gar keine Zeit hat, sich nochmal selbst zu informieren und sich Hintergrundinfos so und so weiter und so recherchieren. Ja, natürlich bist du dann komplett auf der Linie. Überbeteilt und beleidigt. Ja, also ich frage mich so, wäre es dann aber nicht trotzdem möglich, dass man mal auch ohne Hintergrundinfos, dass man sich einfach mal hinstellt und fragt, ist das wirklich so richtig, was der Mann im Fernseher mit Anzug und Krawatte, was der mir sagt? Ja, heutzutage wirst du auch schon schief angeguckt, wenn du es überhaupt in Frage stellst. Und das ist ja gerade eben auch im Schulbereich das Schlimme. Früher wurde uns ja noch beigebracht, kritisches Denken, Dinge zu hinterfragen. Das wird einem ja heute überhaupt nicht beigebracht. Heute wird es einem eher abtrainiert, oder? Nein. Dadurch, dass man halt Schwurbler und Querdenker und was weiß ich alles genannt wird. Da haben wir den guten Mark Twain. Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. Ja, genau, das passt auch sehr gut zu dem davor. Wann immer du dich auf der Seite der Mehrheit befindest, wird es Zeit, einmal innezuhalten und nachzudenken. Ja, und es macht ja auch Sinn, die Mehrheit, ja, das war ja auch früher so, beschäftigt sich ja nicht ausführlich mit einer bestimmten Thematik. Insofern wird das wahrscheinlich die Minderheit sein, also die informierte Minderheit wohlgemerkt, die eher zu einem Thema was Bestimmtes sagen kann. Ja. Insofern passt das, was der gute Mark Twain sagt. Ja, und das passt ja auch sehr gut zu dem vorletzten Meme, was wir gerade hatten. When you spend all year watching a huge percentage of the population do exactly what the news tells them to, da haben wir auch unseren Wojak, wie heißt das Meme eigentlich nochmal? Wojak, also der etwas müde und angespannt aussieht, durch seine Erfahrung. Wenn du das ganze Jahr damit verbracht hast, einen großen Anteil der Bevölkerung, dabei zuzusehen, wie ein großer Anteil der Bevölkerung genau das tut, was die Nachrichten ihnen sagen, ja, dann sieht man so aus. Jupp. Du bist? Ja, Conspiracy Theorist. Someone who questions the statements of known liars. Ein Verschwörungstheoretiker ist jemand, der die Aussagen von bekannten als Lügner bekannten Leuten in Frage stellt. Das ist ja zum Beispiel genau das, was ich seinerzeit getan hatte, als ich Anfang 2020 einen Vortrag gehalten habe zur Corona-Thematik, wo ich halt das Ganze gleich in Verbindung gesetzt habe, was ja auch richtig war, zu Vogel- und Schweinegrippe seinerzeit und zu der Panik, die damals verbreitet wurde, von exakt denselben Leuten. Also es war auch damals Drosten und wie sie alle hießen, dieselben Leute, die dieselbe Panik geschoben haben. Nur da waren die Leute halt noch nicht so blöde und sind dann alle mitgegangen. Und auch da gab es ja schon das Problem, dass die Impfung für den Arsch war und haufenweise Schäden hinterlassen hat. Und sie hinterher dann auch natürlich haufenweise Impfdosen wegschmeißen mussten. Also genau dasselbe, man hätte ja fast sagen können, das war die Generalprobe. aber das Volk war auch nicht verblödet genug. Und tja, jetzt bei Corona hat es halt geklappt. Und deswegen, wer einmal lügt und gerade in so einem Bereich... Wie kann man diesen Leuten, das hatte ich im Vortrag auch, wie kann man diesen Leuten jemals wieder glauben? Und dass die Leute alle reihenweise 2020 das geschluckt haben. Ja. Ich kenne das hier in so einer ähnlichen Form. Verschwörungstheoretiker ist jemand, der die Wahrheit erkannt hat, bevor die meisten anderen sie erkannt haben. Ja. Oder auch, wie Kasper immer so schön sagt, Muster erkennen. Muster erkennen kann. In der heutigen Zeit, ne, eine sehr wertvolle Begabung. Weiter geht's. Wir leben CO2-neutral. Bündnis 90, die Grünen. Sind das alles Bigfoot? Ist, glaube ich, an Bigfoot angelehnt, ja. Ja, also falls ihr CO2-neutral leben sollt, lebt einfach so wie Bigfoot im Wald. Aber dann noch aufhören zu atmen, bitte, weil es produziert auch CO2.
Ja, stimmt. Und außerdem immer dran denken, auch die Nazis haben geatmet und ihr wollt auch nicht sein wie Hitler, oder? Ja, ja, echt jetzt mal. Das hier war mal eine Werbung von, wie du siehst, Katjes. Achso, das ist eine Werbung und kein Meme, oder wurde das jetzt umgeschrieben als Meme? Oder ich glaube, das war mal offiziell ein Werbeslogan von Katjes, die jetzt auch so woke sind. Und wir lesen, Veganismus ist eine Entscheidung, Toleranz nicht. Also das war wohl auch so eine Virtual Signaling Werbung von Katjes. Okay. Ja, wie wir hier sehen, so ein Regenbogenflaggen, Tanzflaggen, Herz, die also auch Farbe, Flagge bekennen. Also ein Meme war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, das hier ist, glaube ich, echt so ein Werbeslogan von Katjes gewesen. Also mit anderen Worten, die moderne Hakenkreuzflagge. Ja, das erinnert mich an so ein anderes Meme, jetzt wo du es sagst. Wo war denn das? Das hatte ich, glaube ich, auch letztes Mal. Alle tragen eine Regenbogenflagge und dann drunter der Spruch, wir bekennen uns zur Vielfalt. Ja, genau. Was sehr ironisch ist, wenn man sieht, alles ist gleich, ne? Also von wegen Vielfalt. Ja, erschreckend war doch vor, ich weiß jetzt nicht, wie lange schon her ist, dieses eine Bild, das war, glaube ich, eine englische Straße, wo halt alles mit Regenbogen geflaggt war. Und dann packst du daneben da so einen Aufmarsch damals zur Nazi-Zeit mit den Hakenkreuzflaggen und 1 zu 1. Also, es ist halt Ideologie, nichts anderes. I don't accept. Bist du dran? Ich glaube ja, du hattest den gerade. Ich hätte das mit Katja. Ja, du bist. I don't accept science from people who claim a man can be a woman. Also ich akzeptiere keine Wissenschaft, in Anführungszeichen, von Leuten, die behaupten, ein Mann kann auch eine Frau sein. Ja, kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Ja, komisch, nicht wahr? Einerseits pocht man auf die Wissenschaft und die Wissenschaft hat das gesagt. Außer dann, wenn es nicht ins eigene Weltbild passt. Ja. Na? Das passt ja auch zu dem Meme von gerade eben. Ja, es ist halt Ideologie und keine Wissenschaft. Ja. Oh, das ist eigentlich kein Meme, sondern das habe ich mal. Ein Originalbild, das habe ich mal aus dem Internet gefischt. Nicht anfassen, das ist ein Gimpy, auch bekannt als Dendrocnidemoroides. Was das ist? Nicht wirklich, aber ich sehe da hinten so einen Totenkopf, das scheint nicht gesund zu sein. Irgendwas mit Poison sehe ich da noch. Aber ja, das ist die giftigste Pflanze der Welt. Und okay. Auf welchem Kontinent wächst die? Wahrscheinlich Australien. Ja, im Regenwald von Australien wächst die. Ja, ich sag doch, Australien war der Beta-Test. da wurde alles hingepackt, was ich für den Rest der Welt dann nicht mehr als. Da habe ich übrigens extra mal ein Video zu gemacht, Hashtag schamlose Eigenwerbung. Mhm. Weil ich fand das irgendwie so faszinierend, bin ich auch auf Twitter zufällig drüber gestolpert. Und ja, es ist die giftigste Pflanze der Welt, die. Also, die hat so giftige Stacheln, Nadeln, okay, die klein sind und unter die Haut gehen, wenn man das berührt. Und die ein Neurotoxin enthalten, welches extrem schmerzhaft ist und auch sehr lange Monate, eventuell sogar Jahre anhält. Gibt es eigentlich irgendwas in Australien, was einen nicht killt? Australien, das Land, in dem es buchstäblich Spinnen regnen kann. Nämlich ja. Dann, wenn die entsprechende Saison ist und, weiß nicht, sich die Viecher irgendwie besonders schnell paaren oder so. Stimmt. Ne, also, ne, bei der Pflanze hier solltet ihr ganz besonders aufpassen. Also Australien wäre für mich kein Ziel zum Auswandern, ne? Da würde ich lange überleben. Aber die gibt es nur im Norden Australiens, im Regenwald. Ah, ja. Mitten im Outback oder so gibt es die nicht, weil das Klima da ungeeignet ist. Ja, dafür hast du da diese lustigen Spinnen. Ja, dafür hast du da diverse andere, die Spinnen und die Schlangen und so weiter, ja. Und nicht vergessen, du kennst den großen Emo-Krieg, den die Australier sogar verloren haben. Gegen die Emus. Mhm. Ja, gibt sogar eine eigene Wikipedia-Seite zu. Müsst ihr mal googeln, Emu-War. Das ist echt zu geil. Also ja, sie haben nicht verloren, aber es waren unentschieden. Mhm. Und die Australier waren bewaffnet, die Emus nicht. Und es waren unentschieden. Also, wenn ihr mal lachen wollt, lest euch die Story, das ist echt witzig.
Dann haben wir noch den guten, wie heißt das eigentlich nochmal? No Pain Herald? Keine Ahnung, also ich weiß gar nicht, wo man immer die Namen dieser Leute und so herkriegt. Ah, da gibt's, glaube ich, mehrere Seiten, die dieses Meme-Lore zeigen und was man zu den Memes alles wissen sollte. Also ich glaube, No Pain Herald oder so ähnlich heißt der. Der halt etwas Schmerzhaftes oder Unangenehmes erfährt und aber seinen Schmerz unterdrückt. Denn, was lesen wir hier? For 50 years I've voted. And for 50 years things have gotten worse. But I have a really good feeling about this thing. Zu Deutsch, seit 50 Jahren wähle ich. Und seit 50 Jahren sind die Dinge immer schlechter geworden. Aber ich habe für diese Wahl ein wirklich gutes Gefühl. Tja. Ja, der gute Harold. Er wird wahrscheinlich wieder enttäuscht sein. Und seinen Schmerz unterschlucken. Zur ersten Trump-Wahl hatten wir wirklich eine Besserung. Mhm. 4 Jahre kein neuer Krieg. Diverse Konflikte auch noch behoben, beziehungsweise Friedensverträge und Ähnliches geschlossen. Ich meine, was er für einen Frieden getan hat in den 4 Jahren. Und das, obwohl er von allen Seiten plus Medien bekämpft wurde. Das ist schon bemerkenswert. Von daher habe ich tatsächlich für diese Wahl ein gutes Gefühl, also zumindest was Amerika angeht. Mhm. Und bei uns, was unsere EU und unsere Ostbundesländer angehen, habe ich eigentlich auch ein relativ gutes Gefühl. Es muss nur ein Land meine AfD-Regierung kriegen, nur ein Bundesland. Und dann muss dieses Land auch noch sagen, ja, scheiß auf den Rundfunkstaatsvertrag. Das hat Höckel, glaube ich, auch schon angekündigt in einer Ansprache. Ja, manche, die werfen mir vor, ich werde den Rundfunkstaatsvertrag kündigen. Ja, werde ich. Ja. Hat er ganz trocken gesagt. Ja, es kann auch nicht sein, dass wir 8 Milliarden mit 8 Milliarden unseren Rundfunk finanzieren und damit der teuerste weltweit sind. Wir sind, glaube ich, auch viele nicht, dass wir da auch Weltmeister sind im teuersten Rundfunk, ja. Jo, und? Wenn überhaupt, einen Sender und den auch nur mit freiwilliger Finanzierung. Ja. So reicht. Ende. Ah, der freie Markt soll das regeln, ja. Wenn das so wäre, diverse Funkformate würden sich ja schon mal gar nicht mehr halten. Ja, und du hast ja die Gehälter von diversen Vorstandsleuten und auch hier Böhmermann und Lanz und wie sie alle heißen. Du siehst ja die Gehälter und was das alles kostet, die Sendungen und so weiter. Muss alles nicht sein. Mhm. Ja, kann ich nur zustimmen. Ich meine, bedenke, es gibt heutzutage genug Leute, die machen ihre Videos, ob es nun Unterhaltung, Nachrichten oder was auch immer ist, Musik, von zu Hause aus ihrem Schlafzimmer und haben teilweise mehr Zuschauer und mehr Zuspruch. Ja, das ist auch ein interessantes Phänomen unserer heutigen Zeit. Ne? Ich meine, wenn du dir die Zahlen hier bei YouTube, bei den neueren, jüngeren Medien anguckst, wie da die Verhältnisse sind und wie viel Geld manche Formate haben, die es da trotzdem nicht mithalten können. Jupp. Und damit wären wir mit dem Hauptprogramm auch schon durch und wir wechseln nochmal kurz ins Studio. Aber wir können eigentlich auch gleich weiter, nämlich zum Auge des Tigers. Bist du bereit? Nicht wirklich, aber ich muss ja wohl. Nochmal kurz zur Erläuterung für die hier neu sind, die Regeln noch nicht kennen. Es geht darum, Unterschiede auf zwei sich sehr ähnelnden Bildern zu erkennen. Also das Prinzip ist, glaube ich, einigen bekannt. Dazu gibt es jeweils 30 Sekunden Zeit. Genau hinsehen und bitte die Anzahl der Fehler nennen. Also braucht nicht genau beschreiben, wo die sind, was die sind, sondern braucht nur eine Zahl. Und die Bilder sind natürlich, so gestaltet, dass man genau hingucken muss. Mhm. Ja, um wirklich was zu erkennen. Ich verfolge das in der Zwischenzeit mit und ihr Zuschauer könnt das natürlich gerne auch. Du sagst ja Bescheid, wenn die 30 Sekunden um sind. Dazu gibt es einen Timer, den ich extra einblende. Alles klar. Und dazu wechseln wir erstmal auf den komplett schwarzen Bildschirm und ich aktiviere erst das Bild und dann direkt danach den Timer. Wirst du sehen. Bist du bereit? Ja. Also nicht wirklich, aber ich muss ja. Auf geht's. Nee. Okay. Achso, ganz rechts fehlt ein kleiner Streifen, wie ich gerade sehe, aber darauf kommt es nicht an. Das wir selber verraten.
Also einen habe ich schon mal gefunden. Was ist deine Antwort? Meine Antwort ist 2, obwohl ich noch einen gefunden habe, aber ich schätze mal, es werden 2 sein. Ja, also an der Stelle sei gesagt, raten, schätzen ist auch erlaubt. Ja, wie gesagt, nennt mir eine Zahl, auf die kommt es an. Weiter geht's zu Bild 2, bist du bereit? Ja. Achso, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Das Thema heißt übrigens die Hölle und Karneval. Ah ja, für manche ist das das Gleiche. Beziehungsweise die, nee, was hatte ich nochmal gesagt? Hölle, Teufel und... Ich glaube, irgendwas mit Hölle und Teufel hatte ich eingegeben, ja. Weiter geht's zu Bild 2. Na dann. Einmal läuft. Ich sag wieder 2, aber diesmal habe ich tatsächlich auch 2 entdeckt. Okay, ich notiere 2. Weiter geht's. Bist du bereit? Mhm. Das sieht cool aus. Vorbei. Und nochmal 2. Jo, dann sind wir bei Bild 4. Also hier habe ich nur einen entdeckt und hier sage ich jetzt auch nur einen. Jawohl, dann sind wir bei Bild 5. Dann nur ein? Also du sagst 1. Mhm. Okay, weiter geht's. Wieder nur einen? Also ich habe zumindest wieder nur einen gefunden. Das ist deine Antwort? Mhm. Ja, ich weiß, ich habe leicht reden, weil ich habe es ja gemacht. Und letzter Versuch. Hey, cool, das bin ja ich.
2. Jo. So, dann gehen wir nochmal kurz hierhin zurück. Mal sehen, also ich sag ja am Schluss immer die Anzahl der Abweichungen. Also je weniger, desto besser. Mhm. Du hast, mal sehen, wie viel hast du? 5 Abweichungen. Ja, ich bin in diesen Dingern nicht so gut. Schauen wir nochmal. Bild 1 und 2 hast du richtig. Bild 3, da gehen wir nochmal hin. Mhm. Und dieses Mal habe ich mir nicht mal eine Avocado gemacht. Jetzt kann ich hier hin und her zeigen, wo was ist. Du kannst nur die Avocado sehen, ne? Ach nee, du siehst, glaube ich, auch diesen roten Rand drumherum, oder? Ja, ja, den roten Rand sehe ich auch. Ah, okay. Also für die Aufnahme ist wichtig, dass nur die zu sehen ist, ist egal. So, mal sehen, was habe ich denn da? Hier gibt es 3 Unterschiede. Also Monster, ich hier oben. Genau. Genau hier, ne? Bei dieser Wolke. Und der zweite hier, bei dem Tor, das Feuer. Ja, das hatte ich auch, aber den dritten habe ich nicht gefunden. Dritte, hier dieses Fenster. Nochmal genau hinsehen. Oh ja. Nee, das habe ich. Ja, also hier sind diese. Was sind das? Ja. Diese Blut-Dinger. Die sind hier ein bisschen weniger intensiv, hier mehr. Ah, war nicht leicht, war leicht zu übersehen. Dann, was hattest du dann noch? 5 hattest du richtig. 4, da war einer. So, wo war denn das nochmal? Da habe ich oben die Fackel halt gesehen. Das die Fackel hier oben, hier fehlt eine. Hier ist eine. Genau. Das ist, warte mal, Bild 4. Genau, die hast du gesehen. Mhm. Und hier, dieser Teller. Oh, ja, jetzt wo du sagst. Der Teller. Ja. Sind also 2. Ja. Wupp, dann nochmal raus. Und dann nochmal Bild 6. Was haben wir da? Da hatte ich da oben rechts das eine Horn. Das hier, ne? Genau. Das Horn. Sehen wir hier so einen Unterschied? Links war, glaube ich, auch nochmal so ein Ding. Irgendwo. No. Hier links, das Ding. Ja, genau. Ist hier so ein etwas längerer Absatz, oder wie man es nennen mag? Genau, ein dritter sein sollte, habe ich nicht gefunden. Da sehen wir hier, da hat dieser Turm so 2 Spitzen. Und hier ist er so, hat er nur einen, ist er so stumpf. Ja. Das heißt, das wären 3 gewesen insgesamt. Mhm. Und dann kommen wir noch zu Bild 7. So, da hattest du 2 gesagt, es sind aber 3. Okay. Was hattest du da? Was hatte ich denn da überhaupt? Da hatte ich hier links, wo du gerade bist, den Haken da, genau. Den hier, ja. Sehen wir ja. Hier so ja. Eine Sichel und hier nur so ein Piekser, ja. Genau, und dann oben am Thron, oben rechts, da ist das Ding kürzer. Das genau. Ja, die beiden hier, hatte ich. Hier ist es länger, da ist es kürzer und die Stiefel. Die Stiefel? Sind ein bisschen anders. Aber nur ein bisschen. Ja, das muss aber so. Ja, jetzt du sagst, jetzt, ja. Aber nee, das hätte ich im Leben nicht gefunden. Ah, der letzte war auch ein bisschen fies. Sei noch gesagt, das Ganze ist immer noch so ein bisschen Experimentierphase. Das heißt, ich möchte es ja so gestalten, dass es eine Challenge ist, aber dass es auch machbar ist. Und wie viel Zeit ich dazu gebe, das müsste ich auch noch mal schauen. Ich mache noch so ein paar Testläufe und vielleicht finde ich es dann heraus. Jupp. Jo, das war doch ein interessanter Ausflug, ne? Ja. Mit unserem Freund Pepe. Ja. Also das Format werdet ihr sicherlich noch häufiger bei mir auf dem Kanal sehen. An der Stelle, ne, danke ich meinem Mitstreiter Thinking Devil. Sehr gerne, jederzeit wieder. Und ich danke auch euch, den Zuschauern, fürs Zusehen. Und wir sehen uns bestimmt demnächst wieder. Immer dran denken, nur ein skeptischer Geist ist ein gesunder Geist. Magst du noch Tschüss sagen? Jo, mach's gut, bis zum nächsten Mal, tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss.